Herzlich willkommen an diesem Mittwochmorgen zu einem, wie ich denke, spannenden Thema. Wir haben es ja genannt, Whistleblowing im Bereich Städte und Kommunen und wollen uns damit heute etwas ausführlicher beschäftigen. Das ist ein Webinar, was wir als Business Keeper anbieten, zusammen mit Transparency International, PwC und der Finanzkontrolle der Stadt Zürich. Aus diesen drei Organisationen kommen auch unsere Sprecherinnen und Sprecher heute, die sicherlich so das ganze Thema innerhalb der nächsten Stunde für Sie beleuchten werden. Vielleicht vorweg, einen Moment, Herr Schiebel, Sie vielleicht Ihr Mikrofon kurz ausschalten? No? Genau, dann habe ich kein Echo. Wunderbar, Dankeschön. Genau, vielleicht noch ganz kurz etwas zum Ablauf, dann stelle ich natürlich die Sprecherinnen und Sprecher nochmal vor und dann starten wir, aber um sie einfach kurz hineinzuholen. Wenn es Probleme geben sollte, in irgendeiner Form technische Probleme, dann gibt es hier auf der linken Seite kurze Tipps, aber ich hoffe, Sie können uns alle hören. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, da haben wir in den Webinaren gute Erfahrungen mitgemacht, die Mikrofone anzuschalten. Das heißt, die sind dauerhaft aus und auch nicht anschaltbar. Aber Sie können gerne, wenn Sie Fragen haben, Fragen in den Chat, den Sie hier im Meetingfenster sehen, hineinschreiben. Und wir werden sehen, dass wir die Fragen immer so am Ende des Vortrags beziehungsweise in einer Frage-Antwort-Runde am Ende nach den Vorträgen gerne nochmal aufgreifen und versuchen zu beantworten. Wir müssen schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Genau, von der Agenda, das haben Sie gesehen, kurze Einführung sind wir gerade dabei. Dann werden wir Sander Schier von Transparency International haben, der zum Thema eigentlich, sagen wir mal, Hinweisgeber Whistleblowing ein bisschen grundlegender einführen wird. Hanna Müller von PwC, den Herrn Ingelmann müssen wir leider krankheitsbedingt kurzfristig entschuldigen, wird dann nochmal aufgreifen. Was gibt es im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie eigentlich zu wissen, wie betrifft Sie das auch als ja, Städte, Gemeinden, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, städtische Betriebe, kommunale Betriebe? Also in der Teilnehmerschaft sind ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Einrichtungen vertreten. Und Frau Vollenweider von der Finanzkontrolle der Stadt Zürich hat sich netterweise bereit erklärt, noch mal ein bisschen einzuführen in das Thema, wenn ich so ein Whistleblowing-Tool einführen will, wie mache ich das eigentlich? Ja? Wie geht das? Was erlebe ich dabei? Wie implementiere ich das? Worauf achte ich? Ne? So ein bisschen Do's und Don'ts ist, glaube ich, das Thema dabei. Und ich denke, dann werden wir Ihnen hoffentlich ja, eine interessante Stunde und viel gute und wertvolle Informationen entsprechend anbieten können. Ich würde mal sagen, die Referentinnen und Referenten stellen sich eingangs, bevor sie starten, selber kurz vor nochmal, sagen zwei, drei Worte zu sich selber. Ich glaube, das ist an der Stelle relativ zielführend. Und bevor wir mit Herrn Schier starten, um einfach nochmal den Kontext kurz zu setzen. Wir haben jetzt gerade kürzlich eine Umfrage gemacht und haben 42 Städte befragt, 52 Städte befragt, so zum Stand der Dinge. Ja? Also wie weit ist man eigentlich? Gibt es denn sowas wie eine Meldeplattform überhaupt? Ist man vorbereitet? Wie ist da der Stand? Und ja, was man sagen kann, die einen oder anderen machen natürlich etwas, auch wenn es jeden betrifft, der im Prinzip staatliche oder regionale Behörde ist oder mehr als 10.000 Einwohner hat innerhalb der EU, einen sicheren Meldekanal einzurichten. Aber es ist tatsächlich nur ein kleiner Teil. Also aktuell sind nur 8 von 52 Befragten auf dem Stand, dass sie sagen, ja, wir haben bereits eine Whistleblowing-Plattform, die aus unserer Sicht wahrscheinlich auch den Anforderungen der EU-Direktive genügt. Und genau, jetzt schauen wir uns vielleicht einfach mal im weiteren Verlauf so ein bisschen an, ob das wirklich so ist und was die anderen tun können, tun sollten. Ich freue mich also und würde an der Stelle übergeben an Sander Schier. Ganz herzlichen Dank schon jetzt, dass Sie hier heute dabei sind und vortragen. Sie teilen Ihren Bildschirm selber. Das probieren wir jetzt an der Stelle und dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag, Herr Schier. Danke. Ja, meine Damen und Herren, mein Vortrag heißt Hinweisgeber, Helden unseres Rechtsstaats. Ich werde versuchen, Ihnen
den Begriff des Hinweisgebers etwas deutlicher zu machen und auch die Einschätzung, die wir bei Transparency haben, Helden unseres Rechtsstaats, etwas deutlicher zu machen. Und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, Ihnen dann am Ende gezeigt haben zu können, dass wirklich Hinweisgeber für unsere Gesellschaft, unseren Rechtsstaat ausgesprochen wichtig sind. Nochmal zu mir. Herr Kressler hat gesagt, sich selber vorzustellen. Mein Name ist Sander Schier. Ich bin stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Hinweisgeber bei Transparency International Deutschland. Ich war lange Jahre in der Energiewirtschaft tätig. Nach meinem Ruhestand bin ich dann kurz danach als natürlich Ehrenamtler dann zu Transparency gegangen und seit einigen Jahren bin ich dabei und freue mich heute, Ihnen dann etwas über die Ergebnisse unserer Arbeit bei Transparency zeigen zu können. Ja, das Erste, was ich Ihnen nochmal darstellen möchte, ist, was ist eigentlich ein Hinweisgeber? Sie sehen hier, dass eine Definition in der neuen EU-Richtlinie und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Hinweisgeber wird in der EU-Richtlinie, also in der rechtlichen Beurteilung, als eine natürliche Person angesehen, die im Zusammenhang mit ihren Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen über Verstöße meldet oder offenlegt. Also erstmal geht es darum, es ist eine Person, natürliche Person, dann muss sie Informationen über Verstöße gesehen haben und diese melden wollen. Informationen über Verstöße, rechtliche Verstöße, teilweise auch ethische Verstöße. Aber sie muss sie bekommen haben und muss sie im Zusammenhang mit ihren Arbeitstätigkeiten erlangt haben. Also der Nachbar, der dann irgendwo sieht, dass ich irgendwie was Böses gemacht habe, der ist dann kein Hinweisgeber, wenn er das irgendwo meldet. Nicht im Sinne der EU-Richtlinie und nicht im Sinne des Rechtes. Ja, die bekanntesten Fälle von Hinweisgebern sind eigentlich, man kennt sie, Edward Snowden, der ist seit Jahren nun in Russland im Exil. Julian Assange, der ist in der UK immer noch im Hochsicherheitsgefängnis. Und dann sind bestimmt bekannt von LuxLeaks, Antoine Deltour. LuxLeaks, das ist ja die Bekanntmachung von Steuervergünstigungen für bestimmte Organisationen, bestimmte Gesellschaften innerhalb Luxemburgs gewesen. Dazu gibt es natürlich die Panama Papers, Paradise Papers, Cum-Cum, Cum-Ex-Deals. Gerade die letzten Cum-Cum, Cum-Ex-Deals sind ja im Moment noch sehr, sehr stark in der Diskussion. Ja, Hinweisgeber gibt es natürlich nicht nur international, sondern auch ganz konkret bei uns in Deutschland mit weniger Popularität. Ein Beispiel, und da kommen einige Beispiele, eine Tierärztin, Frau Dr. Margret Herbst, im Schlachthof Bad Bramstedt, hat in den 1990er Jahren Krankheiten bei geschlachteten Rindern, bei Rindern entdeckt und ist gekündigt worden, nachdem sie diese Krankheiten gemeldet hat, denn in dem Schlachthof war natürlich das Interesse da, diese Rinder tatsächlich zu schlachten und zu verkaufen. Sie hat auf Krankheiten hingewiesen und ist danach fristlos gekündigt worden. Eine Altenpflegerin in Berlin, Brigitte Heinisch, ist fristlos gekündigt worden, nachdem sie katastrophale Zustände in ihrem Altenheim, in dem sie gearbeitet hat, gemeldet hat und öffentlich gemacht hat. Sie ist fristlos gekündigt worden, hat anschließend eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht und ist dort erfolgreich gewesen. Das heißt also bei dem Europäischen Gericht für Menschenrechte erfolgreich, in Deutschland bei den Arbeitsgerichten nicht. Das ist ein Zustand, der, denke ich mir, nicht als haltbar angesehen werden kann. Jüngere Beispiele, ein Herr Porwoll, kaufmännischer Leiter der alten Apotheke in Bottrop, das ist also vor einigen Monaten durch die Presse gegangen. Er ist fristlos gekündigt worden, nachdem er gemeldet hat, dass sein Arbeitgeber, die alte Apotheke, Krebsmedikamente gepanscht hat. Und Toll Collect, ein Kaufmann dort, Joachim Wedler, ist ebenfalls fristlos gekündigt worden nach Meldung überhöhter Rechnungen bei der Lkw-Maut. Das hat den Steuerzahler also erhebliche Summen gekostet. Er hat das gemeldet und ist danach fristlos gekündigt worden. Tja, das zeigt, dass für Deutschland ein kaum vorhersehbarer Hinweisgeberschutz vorliegt. In Deutschland gibt es nur Regelungsfragmente und Einzelfallrechtsprechung. Und ich gehe davon aus,
dass alle diese Beispiele für uns alle katastrophale Ergebnisse sind oder katastrophale Beispiele sind dafür, dass jemand, der aus gutem Grund Meldungen von Verstößen macht, dass der nicht gesichert ist, sondern in großen, in vielen Fällen fristlos gekündigt wird und für seine Existenz dann auch weiter kämpfen muss. Aber nicht nur ethische Fragen spielen dabei eine Rolle, auch unheimliche, erhebliche Kosten und Schadensfälle treten auf. Dazu das Beispiel des Bundeskriminalamtes. Das hat ein Bundeslagebild von Wirtschaftskriminalität 2019 dargestellt. Die machen jedes Jahr ein derartiges Bundeslagebild. Und die melden, dass die Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik von bei registrierten Schadensfällen 3 Milliarden Euro betragen hat in einem Jahr. Die anderen Jahre waren ähnlich, also 3 Milliarden Euro, das Bundeskriminalamt gemeldet hat und gemeldet bekommen hat, 3 Milliarden Euro Schaden für die Bundesrepublik. Und da kann man natürlich vorstellen, das ist eine gewaltige, hohe Dunkelziffer, die man natürlich nicht quantifizieren kann. Ein anderes Beispiel, was in der Wirtschaft tatsächlich an Verlusten da liegt, dadurch, dass Wirtschaftskriminalität vorliegt. Es gibt eine EU-Studie von vor einigen Jahren, dass 6 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr durch unzureichenden Hinweisgeberschutz im öffentlichen Auftragswesen verloren gehen. Das heißt, die EU-Studie, eine sehr lange Studie, die sehr detailliert die ganzen Möglichkeiten in verschiedenen Ländern untersucht, sagt, dass wenn ein zureichender, vernünftiger Hinweisgeberschutz im öffentlichen Auftragswesen oder in der EU vorliegen würde, dass die EU insgesamt 6 bis 10 Milliarden Euro weniger Verluste hätte. Das sind gewaltige Summen, die man sich im Endeffekt so kaum vorstellen kann. Solche Fälle werden natürlich auch gemeldet. Und wie gesagt, also das Bundeskriminalamt hat ja Schadensfälle von 3 Milliarden Euro in einem Jahr gemeldet bekommen. So, wo kommen denn diese Hinweise her? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für den ganzen Begriff des Hinweisgebers. Es gibt eine Untersuchung, welche Quellen denn Unterschlagungs- und Betrugsfälle aufgedeckt haben. Und da sieht man an dieser Grafik, dass ganz links anfangen, dass externe Audits einige der Unterschlagungs- und Betrugsfälle gezeigt haben, Management Reviews, auch einige interne Audits, noch mehr, andere auch. Aber der größte Anteil, nämlich fast 45%, kommt durch Hinweisgeber. Hinweisgeber, die Unterschlagungs- und Betrugsfälle gemeldet haben und die dadurch dazu beigetragen haben, dass die Summe der Verluste und die Summe der Unterschlagungen, der erfolgreichen Unterschlagung reduziert werden kann. So, und wenn man sich das mal anschaut, Hinweisgeber, welche sind das denn? Und wir sehen hier auf dem Rechten, auf diesem Kreisdiagramm, dass die Hälfte der Hinweisgeber, die solche Unterschlagungs- und Betrugsfälle gemeldet haben, Beschäftigte sind. Das heißt, Beschäftigte sind diejenigen, die den größten Einfluss darauf haben, Beschäftigte in Organisationen, Beschäftigte in Unternehmen und auch natürlich in Kommunen, die den größten Einfluss darauf haben, dass Unterschlagungs-, Betrugsfälle und sonstige kriminelle Machenschaften aufgeklärt werden. Anonym, Sie sehen ungefähr ein Sechstel vielleicht, die das gemacht haben, also anonym, der Anzahl ist nicht so hoch, aber dennoch ist die Anzahl der Anonyme doch beträchtlich, sodass man auch sehen muss, dass man anonymen Hinweisgebern eine Möglichkeit gibt, ihre Meldung darzulegen. Ansonsten gibt es andere und Kunden, aber der größte Anteil sind wirklich die Beschäftigten. Das heißt, die Beschäftigten müssen unterstützt werden bei der Aufgabe, Unterschlagungs- und Betrugsfälle und andere auch Korruptionsfälle aufzudecken. So, was hindert Hinweisgeber heutzutage daran, Hinweise zu geben? Warum sind nicht genügend Hinweisgeber da, die Verfehlungen tatsächlich melden können?
Das ist für die Bundesrepublik, es gibt kein einheitliches Hinweisgeberschutzgesetz. Es gibt also kein Gesetz, in dem drin steht, was ein Hinweisgeber darf und was er nicht darf und wie er geschützt wird. Dadurch haben potenzielle Hinweisgeber natürlich Angst vor Repressalien und finanziellen Nachteilen. Und wir haben die Beispiele von Deutschland vorher gesehen. Die sind ja sehr eindeutig und sehr zahlreich und es gibt noch sehr viel mehr andere. Dann ist natürlich die rechtliche Unsicherheit und die Beweislast, also die rechtliche Unsicherheit dadurch, dass es kein einheitliches Hinweisgeberschutzgesetz gibt. Und die Beweislast liegt heutzutage bei dem Hinweisgeber, dass wenn er Nachteile erleidet, das heißt, wenn er beispielsweise gekündigt wird, dass es der Arbeitgeber ist, der wegen des Hinweises ihn gekündigt hat. Diese Beweislast, die ist natürlich für einen Hinweisgeber gewaltig und das führt auch dazu, was ihn daran hindert oder was potenzielle Hinweisgeber daran hindert, tatsächlich Hinweise zu geben. Ja, in Deutschland gibt es immer noch die Pflicht der internen Meldung an den Arbeitgeber, bevor man einen Behördenkontakt aufnehmen kann, bevor man also nach außen, also an Behörden, Verfehlungen mitteilen kann. Es gibt die Pflicht der internen Meldung und das ist ein weiterer Hinderungsgrund. Bei Beamten gibt es die zusätzliche beamtenrechtlichen Pflichten, Verschwiegenheitspflicht und Dienstweg, die sehr problematisch sind. Es gibt insgesamt fehlende interne Meldekanäle bei Organisationen und es gibt fehlende externe Meldekanäle bei nationalen Behörden, wenn man sich an nationale Behörden wenden möchte. Ja, was auch noch fehlt, sind rechtliche, finanzielle, psychologische Unterstützungen und fehlende anonyme Meldemöglichkeiten. Und einige, ja, ich sag mal, auch sehr, sehr wichtige Behinderungen sind, dass die Loyalität zum Arbeitgeber häufig höher gesehen wird als die Loyalität zur Gesellschaft. Und leider ist es auch heute immer noch so, dass in der öffentlichen Meinung Hinweisgeber immer noch als Denunzianten, sehr häufig als Denunzianten angesehen werden. Das sind sie, wie wir gesehen haben, tatsächlich nicht, sondern sie sind ein ganz wichtiger Baustein der Durchsetzung unseres Rechtes und der Verbesserung auch der wirtschaftlichen Situation durch eine Meldung und durch die Öffnung von Informationen, die Strafverfolgungsbehörden helfen können, Korruption und Straftaten nachträglich aufzuklären und auch zu verhindern, dass solche überhaupt stattfinden. Ja, Transparency International Deutschland, wir arbeiten für die Stärkung von Hinweisgeber in der Bundesrepublik und wir werden unseren Einfluss weiterhin auch für einen angemessenen, weitgehenden Schutz von Hinweisgebern geltend machen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe jetzt zurück an Herrn Kressler. Ja, lieber Herr Schrier, vielen Dank für Ihre interessante und gute Einführung. Bevor wir zu Frau Müller weitergehen, kann ich vielleicht noch mal zwei, drei Dinge aus der Erfahrung mit Hinweisgebersystemen ergänzen. Wir als Businesskeeper sind ja in diesem Bereich seit mittlerweile 20 Jahren unterwegs und bieten entsprechende Lösungen für unsere Kunden an. Wir haben auf die Systeme der Kunden keinerlei Zugriff. Das heißt, auch statistische Daten, Zahlendaten aus den Systemen sehen wir nicht. Aber wir evaluieren mit unseren Kunden die Systeme regelmäßig in einer sogenannten Benchmarking-Studie und sprechen mit unseren Kunden auch über ihre Erfahrungen. Und ein Punkt, den Herr Schier eben genannt hat und der häufig auch so, sagen wir mal, im Bereich der Bedenken vor der Einführung auftaucht, ist das Thema Denunziantentum. Ja, oder so wertlose Meldungen, ja, das Essen in der Kantine ist schlecht und ähnliches. Und das ist also etwas, da können wir eindeutig mit aufräumen, glaube ich. Also was wir von unseren Kunden hören und auch statistisch aus den Gesprächen erheben, ist, dass die Quote von denunziatorischen Meldungen oder überhaupt sozusagen fehlgeleiteten Meldungen in den Systemen regelmäßig bei unter 2%, bei den allermeisten Kunden deutlich unter 1% liegt. Das heißt also, mit einer Quote von 98% und mehr erhält man, wenn man solche Systeme einrichtet und gut ausgestaltet, wirklich werthaltige Hinweise, qualitativ gute Hinweise auch. Und dieses Thema, ich schwärze den Kollegen an, ich beschwere mich anonym über meinen Vorgesetzten oder den Kollegen, den ich schon immer nicht leiden konnte, das ist also etwas, wo man aus 20 Jahren Erfahrung heraus sagen kann,
Das trifft nicht zu. Das ist nicht das, was passiert, wenn Sie ein solches System einführen. Gut, dann würde ich gerne an der Stelle überleiten zu Hanna Müller von PwC. Liebe Frau Müller, also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass wir Sie auch technisch noch geschafft haben, hier hinein zu buxieren. Ja, vielen Dank, Herr Kressler. Vielen Dank auch an die Teilnehmer für Ihre Teilnahme. Mein Name ist Hanna Müller, ich bin Senior Managerin im Bereich Forensic Services bei PwC. Wir beschäftigen uns in dem Rahmen schwerpunktmäßig mit der Untersuchung möglicher Compliance-Verstöße, bei deren Aufdeckung Hinweisgeber, wie Herr Schier ja gerade auch sehr eindrücklich ausgeführt hat, eine ganz wichtige Rolle spielen. In der Einladung haben Sie noch den Herrn Engelmann gesehen, das ist der verantwortliche Partner für den Bereich in München. Den muss ich heute leider krankheitsbedingt entschuldigen. Genau, dann können wir direkt zur Agenda kommen, was Sie in den nächsten 10 bis 15 Minuten erwartet. Herr Schier hatte ja ausgeführt, was derzeit noch die Hürden sind im Bereich für Hinweisgeber, um mögliche Verstöße zu melden. Deshalb möchte ich Ihnen gerne vorstellen, was die Anforderungen der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern tatsächlich sind, weshalb diese für Sie relevant sind und zu guter Letzt, was die nächsten möglichen Schritte für Sie sind, die Sie in dem Rahmen beachten sollten. Genau, zunächst zu den Anforderungen der EU-Richtlinie. Die EU-Richtlinie zum verbesserten Schutz von Hinweisgebern ist im Jahr 2019 in Kraft getreten und die EU hat damit ganz klar der Tatsache Rechnung getragen, dass wir uns in einem Zeitalter von Hinweisgebern befinden. Die Fälle aus der Praxis sind zahlreich. Herr Schier hatte bereits ein Schlaglicht drauf geworfen. Nicht nur in den USA, sondern insbesondere in Europa sind in den letzten Jahren immer wieder Fälle hochgekommen, die durch Hinweisgeber angezeigt wurden. Insbesondere oder ganz großer Fall war ja auch der Apothekenskandal und jüngst auch der Maskenskandal, der in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert wurde. Genau, Sie könnten schon auf die nächste Folie gehen, Herr Kressler. Mit der Richtlinie verfolgt die EU das Ziel, europaweite Mindeststandards zu setzen zum Schutz von Hinweisgebern. Denn auch das hat Herr Schier ausgeführt, es ist immer noch ganz klar erkennbar, dass Hinweisgeber wenig Schutz genießen und für ihre Meldungen, die gesellschaftsrechtlich ja sehr relevant sind, häufig Repressalien fürchten müssen. Das Besondere an der Richtlinie ist unter anderem der sehr weite Adressatenkreis, den die EU spannt, nämlich dass bereits Unternehmen ab 50 Mitarbeitern in den Anwendungskreis fallen und damit natürlich auch per se in den Anwendungskreis des späteren Hinweisgeberschutzgesetzes fallen. Für Kommunen und Kommunalunternehmen sieht die Richtlinie grundsätzlich keine Beschränkungen der Mitarbeiteranzahl vor, behält den Mitgliedstaaten aber die Möglichkeit vor, oder Kommunalunternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern von der Anwendbarkeit auszunehmen. Der aktuelle Gesetzesentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz verweist hier derzeit auf das jeweilige Landesrecht in Deutschland. Hinsichtlich der Strukturierung von Meldewegen sieht die Richtlinie ein sogenanntes dreistufiges Meldekonzept vor. Danach ist im internen Meldekanal, also der Kanal, den Sie als Unternehmen bereitstellen, immer der Vorzug zu geben. Darauf wird auch im aktuellen Hinweisgeberschutzgesetzentwurf hingewiesen, dass Unternehmen angehalten sind, darauf einzuwirken, dass der interne Meldekanal bevorzugt genutzt wird. Das ist nicht nur aus regulatorischer Sicht angeraten, sondern ist auch in Ihrem Eigeninteresse der gangbare Weg. Dazu komme ich im späteren Verlauf auch nochmal. Grundsätzlich muss man sagen, der interne Meldekanal befähigt Sie als Unternehmen immer, das Heft des Handelns auch in der Hand zu behalten und die Untersuchung und Aufklärung von erhobenen Vorwürfen aktiv zu steuern. In der zweiten Stufe ist der sogenannte externe Meldekanal, also der Weg zu Behörden, vorgesehen. Das bedeutet, der Hinweisgeber kann diesen Kanal nutzen, wenn seine interne Meldung nicht auf Gehör stößt oder nicht angemessen darauf reagiert wird. Wer später die externen Meldestellen in Deutschland werden, das ist momentan noch nicht entschieden. Und der dritte Meldekanal ist auch die Ultima Ratio und soll es auch bleiben, ist die sogenannte Offenlegung für den Hinweisgeber. Das heißt, er wendet sich direkt an die Öffentlichkeit.
Hinsichtlich der Struktur oder auch Qualität der Meldung sieht die EU-Richtlinie vor, dass potenzielle Verstöße gegen das EU-Recht gemeldet werden sollen. Der aktuelle Gesetzesentwurf geht hierüber noch hinaus in Deutschland und nennt potenzielle Verstöße gegen nationales Recht. Das ist insbesondere einer der Punkte, der im Gesetzgebungsverfahren derzeit sehr ausführlich diskutiert wird. Genau, dann kommen wir zur nächsten Folie. Das sind die Anforderungen der EU-Richtlinie im Einzelnen. Hier zusammengefasst, welche aus unserer Sicht auch die zentralen Anforderungen sind. Zunächst zum Prozess. Gemäß der Richtlinie hat der Verpflichtete, also Sie als Unternehmen, ein System oder einen Prozess einzurichten, der es Mitarbeitern erlaubt, Hinweise abzugeben. Dabei ist zum einen sicherzustellen, dass Hinweise eingehen und dann auch im Weiteren bearbeitet werden können. Zentral ist hierbei, das hat der Herr Schier auch erwähnt, die Wahrung der Identität eines Hinweisgebers. Der Hinweisgeber soll selber darüber entscheiden können, wann und ob er oder sie seine Identität preisgeben möchte. Grundsätzlich sieht die EU-Richtlinie vor, dass Hinweise schriftlich oder mündlich abgegeben werden können. Und sofern diese Anforderungen von den Unternehmen erfüllt werden, ist der Weg, welche Lösung gewählt wird, erstmal eigenverantwortlich zu bestimmen. Zu den Hinweisen ist wichtig zu erwähnen, dass Hinweisgeber, um den Schutz der Richtlinie zu genießen, eben nicht nur konkrete Verstöße melden müssen, sondern auch Vorgänge melden können, die wahrscheinlich erfolgen werden. Bewusste Falschmeldungen oder falsche Anschuldigungen sind vom Anwendungskreis der Richtlinie natürlich ausgenommen. Was die Fristen angeht, sind für Sie vor allem zwei Fristen relevant. Zum einen ist dem Hinweisgeber innerhalb von 7 Tagen Rückmeldung zu geben, dass sein oder ihr Hinweis eingegangen ist und entsprechend aufgenommen wurde. Darüber hinaus ist das Unternehmen verpflichtet, innerhalb von 3 Monaten dem Hinweisgeber Rückmeldung zu geben, ob Maßnahmen ergriffen wurden. Und darunter fällt natürlich gegebenenfalls auch die Rückmeldung, dass keine Maßnahmen ergriffen wurden, weil der Hinweis beispielsweise nicht konkret genug war oder auch der Verdacht oder der Hinweis nicht bestätigt werden konnte. Ich hatte anfangs erwähnt, die Richtlinie wurde 2019 in Kraft gesetzt. Es gilt eine Umsetzungsfrist von 2 Jahren. Das bringt uns dazu, dass die Richtlinie bis zum 17. Dezember 2021 in deutsches Recht umzusetzen ist. Ich hatte auch erwähnt, es liegt schon ein erster Gesetzesentwurf vor. Das Gesetzgebungsverfahren ist allerdings momentan ins Stocken geraten. Ich denke, wir sind alle gespannt, ob vor der Bundestagswahl oder im Licht der Bundestagswahl hier in den nächsten Monaten noch wieder mehr Bewegung in das Verfahren kommen wird. Dann kommen wir mit der nächsten Folie darauf zu sprechen, welchen Nutzen ein zentrales Hinweisgebersystem für Sie als Unternehmen eigentlich stiftet. Auch hier haben wir Ihnen die Top 3 Nutzenargumente mitgebracht auf der nächsten Folie. Frau Müller, vielleicht darf ich eine Frage kurz einflechten. Natürlich. Bevor wir fortfahren, das passt gerade. Im Chat wurde gefragt, es wäre ganz interessant, so ein bisschen zu wissen, inwieweit die rechtlichen Anforderungen, die auf den öffentlichen Bereich zukommen, abweichend oder auch deckungsgleich sind zu dem, was privatwirtschaftliche Unternehmen betrifft. Können Sie da 1-2 Sätze zu sagen? Genau, erstmal gibt es da keine Unterschiede zum privatwirtschaftlichen Bereich. Ich komme später noch darauf zu sprechen, insbesondere im öffentlichen Bereich ergeben sich sicherlich mehr Möglichkeiten, auch Synergien zu bündeln. Aber grundsätzlich sind die Anforderungen der Richtlinie für den privatwirtschaftlichen Bereich und den öffentlichen Bereich gleich. Vielen Dank. Und dann vielleicht, weil das auf der Folie vorher auch der letzte Punkt war, es kommt noch eine weitere Frage, die sehr gut passt. Was gilt eigentlich, wenn die Frist abläuft im Dezember und es gibt kein nationales Gesetz? Ja, das ist eine spannende Frage. Dann gelten zunächst die Anforderungen der EU-Richtlinie. Ist damit natürlich nicht getan, weil eine Konkretisierung im nationalen Recht sicherlich erforderlich ist, insbesondere wenn wir daran denken, an die Unterscheidung EU-Recht, nationales Recht. Entpflichtet die Verpflichteten der EU-Richtlinie allerdings per se nicht, sich entspannt zurückzulehnen und kein Hinweisgebersystem einzurichten, sondern die Aufgabe besteht natürlich weiterhin.
Dankeschön. Dann fahren wir gerne fort. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das passte gerade sehr gut. Kein Problem. Genau, die Nutzenargumente. Herr Schier hatte ja schon anklingen lassen, Fehlverhalten oder Compliance-Verstöße bedingen für Unternehmen immer Schäden. Diese Schäden können entweder monetärer Natur sein oder natürlich auch reputativer Natur. Das kennen Sie am besten. Immer dann, wenn es um die Verwendung öffentlicher Gelder geht, besteht natürlich auch ein erhöhtes öffentliches Interesse, wie diese Gelder verwendet werden und ob sie auch sachgerecht eingesetzt werden. Meldet ein Hinweisgeber nun mögliche Verstöße, befähigt sie das aktiv, diesen Meldungen nachzugehen und auch frühzeitig bereits eingetretene Schäden zu begrenzen und natürlich Rückführungsmaßnahmen einzuleiten, sofern das möglich ist. Und darüber hinaus können Sie Maßnahmen ergreifen, die ähnliche Verhaltensweisen oder auch Fraudmuster, wie wir es nennen würden, zukünftig verhindern können. Zudem ist ein Hinweisgebersystem immer integraler Bestandteil eines Compliance-Management-Systems. Die Einführung von Compliance-Management-Systemen ist für Unternehmen ja nicht neu und ganz fester Bestandteil in den letzten Jahren geworden der Governance-Strukturen von Unternehmen. Das heißt, dass ein gut funktionierendes Hinweisgebersystem auch zu einer guten Governance des Unternehmens beiträgt und damit natürlich zu einer positiven Compliance-Kultur führt und diese auch weiterhin stärkt. Und zudem ist das Hinweisgebersystem ein ganz wichtiges Instrument, um auf mögliche Missstände aufmerksam zu werden und, wie ich zuvor bereits erwähnt hatte, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten und die weiteren Maßnahmen so weit wie möglich eigenständig auch zu bestimmen und zu entscheiden. Die Hinweisgeberrichtlinie sieht insbesondere im öffentlichen Bereich die Möglichkeit der Synergiebündelung vor. Das heißt, nicht jedes Kommunalunternehmen muss sein eigenes System stricken und implementieren, sondern es besteht die Möglichkeit, übergreifend Prozesse zu implementieren, Konzepte zu nutzen und so natürlich entsprechend die Kosten, die mit der Einführung eines Hinweisgebersystems verbunden sind, zu reduzieren und auch den zeitlichen Aufwand entsprechend einzuschränken. Dann kommen wir im nächsten Kapitel noch kurz darauf zu sprechen, was für Sie jetzt eigentlich die nächsten Maßnahmen sein sollten und wie Sie sich auf entweder die Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes oder die Umsetzung der EU-Richtlinie vorbereiten können. Denn wie eben bereits erwähnt, nur weil das Gesetzgebungsverfahren derzeit stagniert, sollten Sie sich trotzdem frühzeitig auch mit den Anforderungen der Richtlinie auseinandersetzen, denn die Richtlinie ist in Kraft gesetzt und die Anforderungen werden über kurz oder lang in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Was Sie hier sehen, ist eine kurze Checkliste, die wir Ihnen mitgeben, um das Thema auch gedanklich einmal zu bearbeiten. Insbesondere relevant ist aus unserer Sicht, dass Sie als Unternehmen sich zunächst damit auseinandersetzen sollten, was ist eigentlich Ihr Zielbild, was Sie mit einem Hinweisgebersystem verbinden. Da gibt es natürlich auch eine ganze Bandbreite. Einmal allein die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen, aber möglicherweise auch die Nutzung eines Hinweisgebersystems für Ihre Compliance-Kultur, um relevante Stakeholder entsprechend nochmal abzuholen und natürlich auch potenzielle Synergien zu nutzen. Nachdem dieses Zielbild definiert ist, erst dann empfehlen wir, in die Anforderungsdefinition und auch in die Auswahl einer passenden Lösung einzusteigen. Denn nichts ist schlimmer, man schafft sich was an und stellt später fest, dass es eigentlich den Anforderungen nicht genügt. Und bei den Anforderungen, auch noch relevant, es gibt ja verschiedene Themen, die über ein Hinweisgebersystem auch gemeldet werden können. Da die unternehmensindividuelle Entscheidung, welche Themen wollen Sie über ein Hinweisgebersystem eigentlich abgedeckt wissen? Also wollen Sie auch geldwäscherechtliche Sachverhalte darüber gemeldet bekommen beispielsweise. Hier besteht eben auch die Möglichkeit, eine recht einheitliche Datenquelle und auch Bearbeitungsquelle zu schaffen. Und zuletzt ist dann natürlich immer auch damit zu rechnen, hoffentlich, dass auch Hinweise eingehen und die entsprechend bearbeitet werden können. Hier sind natürlich auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass Ihre Mitarbeiter informiert sind, was ist zu tun, wenn ein Hinweis eingegangen ist,
welche Evaluierungsschritte sind durchzuführen und wie sind gegebenenfalls auch interne Untersuchungen durchzuführen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken, auch für die Fragen. Sie sehen auf den letzten beiden Folien noch Ihre Ansprechpartner. Herr Engelmann und ich stehen natürlich jederzeit für Rückfragen, auch nach dem Webcast, gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Bevor wir Sie entlassen hier aus der Sprecherrolle, haben wir noch eine Frage, die ich auch direkt noch aufgreifen möchte. Im Chat wurde gefragt, fallen Hochschulen und Universitäten in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie? Ich glaube, da kann man relativ einfach sagen, ja, natürlich eindeutig ja. Aber der zweite Teil der Frage ist fast noch spannender. Kann der nationale Gesetzgeber den Anwendungsbereich eventuell einschränken? Also im Endeffekt, nach meinem Verständnis, zielt es darauf ab, ihn enger fassen, als es die EU-Richtlinie vorsieht. Da würde ich sagen, das kann er nicht, oder Frau Müller? Nein, das ist ja auch genau das erklärte Ziel der EU-Richtlinie, Mindeststandards zu setzen. Wenn jetzt die nationalen Gesetzgeber anfangen könnten, das wieder aufzuweichen, wäre dieses Ziel natürlich konterkariert. Man muss allerdings sagen, und das sieht der aktuelle Gesetzesentwurf auch vor, um die Belastung gerade für kleine Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern zu reduzieren, sage ich mal, ist derzeit noch eine Umsetzungsfrist vorgesehen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Frist, das verzögert den Prozess nur. Das wird nicht dazu führen, dass Unternehmen aus dem Anwendungsbereich wieder rausfallen. Wunderbar. Vielen Dank für die Bestätigung und vielen Dank für Ihren Beitrag. Dann haben wir natürlich hier noch einen augenzwinkernden Kommentar, der im Chat, der eine wunderbare Überleitung zu Frau Vollenbeiler ermöglicht. Also freue mich sehr, liebe Frau Vollenbeiler, dass Sie dabei sind. Und der Kommentar zielt natürlich genau in die Richtung zu sagen, in der Schweiz, da gibt es gar keine EU-Richtlinie, da droht auch gar keine EU-Richtlinie. Aber man kann das ja auch trotzdem machen, ne? Ohne dass man muss. Und insofern herzlich willkommen und wir freuen uns sehr auch über Ihren Beitrag. Vielleicht wollen Sie sich kurz vorstellen, ich versuche inzwischen technisch Ihre Präsentation zu teilen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, eine gute Sache ist es allemal, auch ohne EU-Richtlinie. Guten Tag, meine Damen und Herren, auch noch von meiner Seite und ein herzliches Willkommen aus der Schweiz. Ich begrüße Sie herzlich zum letzten Teil dieses heutigen Webinars, meinem Input-Referat über die Einführung des Whistleblowing-Tools der Firma BusinessKeeper AG in der Stadt Zürich. Ich fokussiere dabei denjenigen Bereich, der uns am meisten gefordert hat im Rahmen der Implementierung, und das war die Kommunikation. Ich möchte nämlich zuerst kurz erklären, wer wir sind und was wir tun. Die Finanzkontrolle der Stadt Zürich stellt die systematische interne und externe Revision der gesamten Haushaltsführung der Stadtverwaltung sicher. Im Rahmen unserer Revisionen prüfen wir unter anderem die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittelverwendung. Bei der Finanzkontrolle handelt es sich um eine sogenannte verwaltungsunabhängige Behörde. Das heißt, unser Direktor wird von der Legislative gewählt und wir sind in unseren Tätigkeiten lediglich und ausschließlich den gesetzlichen Grundlagen verpflichtet. Wir unterstehen also keinem Departement, somit auch keinem Stadtrat und keiner Stadträtin, beziehungsweise keinem Departementsvorstand und somit keinem Mitglied der Exekutive. Whistleblowing, das wissen Sie alle und das haben wir jetzt auch schon gehört, das ist nichts Neues, auch nicht in der Stadt Zürich. Unsere Stadt beherbergt rund 434.000 Einwohnerinnen und Einwohner und wir haben eine Stadtverwaltung mit rund fast 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Rechnungsvolumen beträgt rund 10 Milliarden Franken. Da ist es also naheliegend, dass wohl auch nicht immer alles genau rund läuft. Die Finanzkontrolle ist schon seit geraumer Zeit offizielle städtische Anlaufstelle für Whistleblowing. Aufgrund unserer Funktion gehen wir natürlich vor allem finanztechnischen Hinweisen und Meldungen zu Missständen oder Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Beschaffungswesen, Urkundenfälschung, Korruption, Bestechung, Vermögensdelikten oder Verstößen gegen personalrechtliche Bestimmungen nach. Es gibt in der Stadt aber natürlich auch noch andere Anlaufstellen für Whistleblowing. Insbesondere zu nennen ist hierbei die Ombudsstelle. Das ist eine ebenfalls
verwaltungsunabhängige Behörde. Natürlich gibt es für Mitarbeitende eben auch diesen gesetzlich vorgesehenen Weg. Bei uns auch in den Ausführungsbestimmungen des städtischen Personalrechts ist dieser interne Weg vorgesehen zur Meldung eines Missstandes, der Dienstweg über die Vorgesetzten, also eine Meldung an den jeweiligen Dienstchef oder die Dienstchefin. Oftmals ist dieser sogenannte Dienstweg für hinweisgebende Personen aber eben kein gangbarer Weg. Zu groß ist die Angst beispielsweise davor, seinen Job zu verlieren, wie wir das vorhin auch bereits schon gehört haben. Damit die Hinweise und das Wissen dieser Leute aber nicht verloren geht und die Verwaltung in ihrer Tätigkeit gestärkt werden kann, braucht es eine ganz einfache, niederschwellige und komplett anonyme Möglichkeit zur Hinweisabgabe, die den hinweisgebenden Personen Sicherheit vermittelt und Vertrauen schaffen kann. Bis zum Jahr 2020 verfügte die Finanzkontrolle lediglich über die üblichen Kanäle wie Telefon, Briefverkehr, Fax tatsächlich. Und wir haben auch eine eigens für Whistleblowing-Meldungen eingerichtete E-Mail-Adresse erstellt. Tatsächlich wurde diese nie benutzt und in der Tat erfolgten die meisten Meldungen bisher auch nicht anonym. Dies schien uns längerfristig nicht zufriedenstellend, weshalb wir uns dann auch schon bald nach besseren Möglichkeiten umsahen. Unsere heutige Lösung mit dem Whistleblowing-Tool der Business Keeper AG haben wir dann erstmals bei der eidgenössischen Finanzkontrolle in Bern entdeckt und von der Idee einer Online-Anwendung mit der Möglichkeit zum anonymen Dialog waren wir auch dann relativ schnell überzeugt. So wurde nach einem intensiven Austausch- und Evaluationsprozess schließlich das Projekt Whistleblowing-Tool für die Stadt Zürich ins Leben gerufen. Unsere Stadt bekennt sich zu Transparenz und Offenheit. Demnach ist die Stadt Zürich auch an der Entdeckung und Aufklärung von fragwürdigem Verhalten interessiert. Whistleblowerinnen und Whistleblower gelten zum Glück heute nicht mehr als Nestbeschmutzer. Vielmehr stellen ihre Hinweise oftmals Schlüsselinformationen zur Klärung und Beseitigung von Missständen dar. Natürlich möchten wir gerne, dass diese Meldung, das haben wir auch schon gehört, eines Missstandes über einen internen Weg passiert. Daher steht die Gewährleistung der Anonymität im Zentrum des Tools. Dies natürlich einerseits in der Hoffnung, dass sich eben jene Personen zur Hinweisabgabe entscheiden können, die damit noch hadern oder Zweifel hegen und vielleicht Angst vor Repressionen haben. Andererseits verfolgen wir mit dem Tool aber natürlich auch die Idee, den Whistleblowerinnen und Whistleblowern eine Alternative zum direkten Gang an die Öffentlichkeit zu bieten. In diesem Sinne kann das Hinweisgebersystem durchaus auch mal eine Ventilfunktion erfüllen und stellt somit einen Schutz beider Seiten dar. Jetzt könnt ihr mir die nächste Folie bitte. Also unsere Idee der Einführung stieß bei den budgetverantwortlichen Stellen im Parlament auf Wohlwollen und wurde, damit wir keine Zeit verlieren, wir wollten keine Zeit verlieren, mit einem Nachtragskredit relativ rasch und unkompliziert bewilligt. Die technischen Vorbereitungen der Implementierung wurden in enger Zusammenarbeit mit der BKAG akribisch geplant und verliefen absolut problemlos. Mehr oder weniger kurz vor dem Go-Live letzten Sommer wurden dann auch die Kommunikationsmaßnahmen zur Lancierung des neuen Hinweisgebersystems geplant und durchgeführt. Bislang hatten wir tatsächlich eher wenig bis eigentlich gar keine Erfahrung mit derartiger Kommunikations- und Medienarbeit. Es schien uns aber von vornherein weg sehr wichtig, die Einführung dieses Tools möglichst breit zu streuen, weshalb wir so ziemlich alle Kanäle hochgefahren haben, die uns in irgendeiner Form bekannt waren. Konkret vereinbarten wir für den Tag des Go Live mit dem führenden Lokalblatt einen Exklusivbericht, basierend auf einem Interview, das wir im Vorfeld gegeben hatten. Zugleich wurde eine entsprechende Mitteilung veröffentlicht, im Intranet eine stadtweite Newsmeldung an alle städtischen Mitarbeitenden und auf der Frontseite des städtischen Internetauftritts platzierten wir ebenfalls eine entsprechende Mitteilung. Zugleich, und das ist der Knackpunkt, mussten diverse stadtinterne Stellen mit einer Vorabinformation versorgt werden. Beispielsweise die Departementsvorstehenden, der Gesamtstadtrat,
die Departementssekretärinnen und Departementssekretäre, aber auch die Kommissionen des Gemeinderates und natürlich im Endeffekt auch alle Dienstchefinnen und Dienstchefs der städtischen Dienstabteilungen. Diese interne Vorabinformation belegten wir mit einer Sperrfrist bis zum Go-Live. Gerne die nächste Folie. Am 24. Juni war es dann soweit. Unser Tool wurde aufgeschaltet. Sie sehen hier die aktuelle Startseite. Insgesamt verlief die Lancierung des Whistleblowing-Tools im Sommer 2020 gut und darf als Erfolg gewertet werden. Wir durften sehr viele positive Reaktionen entgegennehmen, sowohl von innerhalb als auch außerhalb der städtischen Verwaltung. Die Medienmitteilung wurde wirklich sehr schön breit aufgefasst und von Keystone SDA, also der führenden Presseagentur, fleißig weiterverbreitet. Nebst diversen Redaktionen, Print und Online, berichteten auch mehrere Radiostationen über die Einführung des Tools und führten Interviews mit unserem Direktor. Zur Lancierung muss rückblickend jedoch nun auch ganz kritisch festgehalten werden, dass sowohl alle internen Vorabinformationen als auch die externen Mitteilungen ausschließlich Aussagen enthielten, die wir als Finanzkontrolle als relevant eingestuft hatten. Oder gerade herausgesagt, wir hätten uns im Zuge der Lancierung des Whistleblowing-Tools noch mehr Gedanken darüber machen dürfen, welche Fragen, Unsicherheiten und allenfalls sogar Befürchtungen dieses Tool bei bestimmten Stellen hervorrufen könnte. Als Konsequenz davon waren wir vor allem in der kurzen Zeit zwischen interner Vorabinformation und Go Live mit Kritik konfrontiert, die uns ziemlich unvorbereitet getroffen hatte. Dass rund um den Begriff Whistleblowing nämlich schon längst ein intensiv geführter innerer wie auch äußerer Diskurs bestand, dass sämtliche Adressaten unserer Kommunikationsmaßnahmen unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an diesen Begriff herantrugen und dass die Einführung eines solchen Tools eben auch Befürchtungen und Sorgen hervorrufen kann, ließen wir für unsere Kommunikation und auch in unserer Euphorie fast gänzlich unberücksichtigt. Ich mache hier ein kleines Beispiel aus dem Nähkästchen. Für die Startseite des Tools sowie für sämtliche Kommunikationsmaßnahmen benötigten wir ein Symbolbild. Sie sehen auf der aktuellen Folie, sehen Sie dasjenige, für das wir uns nun entschieden haben. Wir wählten dafür als Sujet anfänglich ein typisches städtisches Gesetzbuch. Wir hatten dabei aber nicht bedacht, dass vielleicht gar nicht alle städtischen Stellen wissen, weshalb das gewählte Gesetz für uns als Finanzkontrolle ein gutes Sujet für Whistleblowing darstellte, nämlich weil alle unsere Untersuchungen, die basieren ja auf gesetzlichen Grundlagen und im Gegensatz dazu die Missstände, die mit Whistleblowing gemeldet werden, sind oftmals nicht in Einklang mit diesem Gesetz zu bringen. Deshalb erachteten wir dieses Gesetz als sehr repräsentativ. Ja, jetzt war es aber so, dass das Bild von einigen Adressaten unserer Kommunikationsmaßnahmen vielmehr so empfunden wurde, als würden wir damit aussagen wollen, dass die Gesetzeslage in der Stadt Korruption, Betrug und Bestechung innerhalb der Stadtverwaltung zulassen bzw. vielleicht sogar decken würde. Und als Folge stieß die Verwendung des Bildes auf Gegenwehr. Als Sofortmaßnahme musste die Finanzkontrolle dann bis zum Go-Live, beziehungsweise am Ende dann innerhalb weniger Stunden, für eine professionelle Retuschierung des Bildes sorgen und in einem zweiten Schritt ein komplett neues Bild erstellen lassen. Die frühzeitige Aufnahme eines Dialogs und ein früheres Miteinbeziehen der involvierten Stellen hätte zeitnah offengelegt, dass die Interpretationen dieses Bildes stark auseinanderdrifteten und dass dieser Impact wohl nicht unterschätzt werden durfte. Fazit, jetzt die nächste Folie bitte. Ja. Es lohnt sich wirklich für die Kommunikationsmaßnahmen bei der Einführung eines Whistleblowing-Tools genug Zeit einzuplanen und frühzeitig damit zu beginnen. Unterschätzen Sie nicht, dass es sich bei Whistleblowing um ein aktuelles, pressenahes Thema handelt, das unter Umständen große Sprengkraft mit sich bringen kann. Empfehlenswert wäre zum Beispiel die Aufstellung einer klassischen SWOT-Matrix für das Projekt,
als Basis für die Kommunikationsstrategie zur Lancierung. Die Analyse unserer Maßnahmen im Frühjahr Sommer 2020 hat gezeigt, dass wir für die erste Kommunikation tatsächlich nur die Stärken und Chancen des Projektes fokussiert hatten. Wie gesagt, in unserer Euphorie. Die vernachlässigten Schwächen und möglichen Risiken sorgten dann schon bald für Probleme, auf welche die Finanzkontrolle mit Ad-hoc-Lösungen reagieren musste, was immer eher unangenehm ist. Auch wenn es nur wenige und natürlich verhältnismäßig auch nur kleine Probleme waren, so hätten sie im Vorfeld eigentlich gut als Stolpersteine erkannt und entschärft werden können. Dies hätte uns doch sowohl Aufwand, Ärger als auch etwas Zeit erspart. Andererseits ist, also zentral ist einerseits die grundlegende Erkenntnis, dass weder Stärken und Chancen noch Schwächen und Risiken isoliert betrachtet werden dürfen. Andererseits ist das frühzeitige Aufgleisen der Kommunikationsmaßnahmen ganz einfach das A und O bei der Lancierung eines solchen Projekts. Dabei darf die Kommunikation natürlich nicht als linearer Vorgang betrachtet werden, sondern vielmehr als verschiedene reflexive Prozesse, die sich durch das Führen von Kontroversen und das Gestalten von Beziehungen verbessern lassen. So gelingt es, frühzeitig herauszufinden, welche Erwartungen die Stakeholder an die Einführung eines Whistleblowing-Tools herantragen. Die Learnings aus der Tool-Lancierung im letzten Sommer sowie unsere ersten praktischen Erfahrungen mit dem Tool konnten wir bereits diesen Frühling anwenden bzw. umsetzen. Wir durften unser Tool nämlich kürzlich ergänzen mit einer zusätzlichen Meldeseite für die städtische Ombudsstelle. Die Vorarbeit des letzten Jahres sowie die anschließende kontinuierliche Kontaktpflege durch Austausch, Information und Dialoge mit den beteiligten Stellen hat sich ausbezahlt. Die Erweiterung des Tools diesen Frühlings sowie auch alle Kommunikationsmaßnahmen verliefen absolut problemlos. Wir hatten diesmal null Ärger und es erreichten uns ausschließlich positive Rückmeldungen. Nun vielleicht noch kurz zu den ersten praktischen Erfahrungen mit dem Tool. Das wäre die nächste Folie, bitte. Es geht auch hier nochmals festzuhalten, Whistleblowing gab es schon vorher. Das Tool stellt lediglich ein neuer, moderner und zusätzlicher Meldekanal dar. So hat sich auch unser grundsätzlicher Umgang mit Whistleblowing-Meldungen nicht verändert. Wir machen das gleich, egal ob jetzt die Meldungen über das Tool oder früher per Post oder wie auch immer zu uns kamen. Die Finanzkontrolle nimmt wie seit eh und je für jede eingehende Meldung eine Triage vor. Ist der Hinweis plausibel und sind weitergehende Abklärungen notwendig, erfolgen diese im Rahmen einer Revision. Die entsprechenden Überprüfungen werden, wenn möglich, in unsere üblichen Turnusrevisionen mit eingebaut oder erfolgen alternativ in separaten, aber ebenfalls regulären Prüfungen der Finanzkontrolle. Seien das HR-Revisionen, betriebswirtschaftliche Revisionen, Prozessprüfungen und so weiter. Die Whistleblowing-Meldungen stellen also eigentlich einfach einen Teil unserer Risikoanalyse dar im Rahmen unserer eigentlichen üblichen Revisionstätigkeit. Jetzt noch die letzte Folie, bitte. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Finanzkontrolle sehr zufrieden ist mit dem ersten Jahr mit dem Whistleblowing-Tool. Wir sind nach wie vor sehr überzeugt von der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung und freuen uns darüber, dass wir das Tool bereits nach einem Jahr schon erweitern durfte mit einer zusätzlichen Meldeseite. Damit die Einführung eines solchen Tools aber zum Erfolg werden kann, sind umfassende kommunikative Maßnahmen zu empfehlen, intern wie auch extern. Im Rahmen der internen Kommunikation sollten die in irgendeiner Form von der Tool-Einführung betroffenen Stellen möglichst früh mit einbezogen werden. Je früher und konkreter die Befindlichkeiten abgeholt werden können, desto eher lassen sich Stolpersteine und unnötige Umwege entschärfen und vermeiden. Ich möchte es nochmals betonen, wir erachten den Aspekt der Kommunikation als sehr zentral, schließlich wird ein unbekanntes Tool im Endeffekt auch nicht benutzt. Dies betrifft aber nicht nur die Lancierung, auch im Anschluss dürfen die kommunikativen Maßnahmen nicht versanden und nicht vernachlässigt werden. Stehen Sie zur Verfügung für Präsentationen, bieten Sie einen kontinuierlichen Austausch an und informieren Sie laufend und immer wieder auch die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Existenz des Tools und ihre Tätigkeit damit. Das fördert nicht nur die Bekanntheit des Tools,
sondern eben auch die Akzeptanz des Tools innerhalb der Verwaltung selbst, womit das maximale Wirkungspotenzial einer solchen Einrichtung höchstmöglich ausgeschöpft werden kann. Danke. Ja, liebe Frau Vollenweider, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag an dieser Stelle. Sehr interessant. Ich glaube, da war für die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges aus der Praxis dabei. Das eine oder andere können wir natürlich aus langjähriger Erfahrung absolut unterschreiben. Dazu gehört rechtzeitig anfangen und nicht auf den letzten Drücker. Man braucht einfach Zeit, um das vorzubereiten, gerade intern vorzubereiten. Und das, was Sie ja auch gesagt haben, würde ich auch bestätigen. Das Thema ist eben zum Teil auch emotional belegt. Es ist relativ mediennah. Das ist etwas, was nicht nur in der Schweiz so ist, sondern das erleben wir natürlich auch in Deutschland, in Österreich gleichermaßen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man von vornherein versucht, die Beteiligten, die Stakeholder, wie es so schön heißt, entsprechend mitzunehmen und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und der andere wichtige Aspekt, das haben Sie ja mehrmals betont und das unterstreiche ich gerne auch nochmal aus unserer Erfahrung, ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation ist außerordentlich wichtig. Und die nächsten beiden wichtigen Dinge, die man machen muss, sind Kommunikation und Kommunikation. Wenn ich einen tollen Kanal und eine Möglichkeit, sicher, anonym, vertraulich zu melden, schaffe, niemand weiß aber davon und niemand hat, weil die Kommunikation nicht vorhanden ist, auch ein gutes Gefühl dabei und ein sicheres Gefühl dabei, dann verpufft die Wirkung und das wäre natürlich schade, weil im Endeffekt machen wir das ja alle, um ja Missstände, Verstöße aufzudecken und die Dinge zu verbessern. Ich will mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt genau bei 60 Minuten, vielleicht trotzdem noch zwei Fragen, die im Chat gestellt wurden, kurz einbinden, vielleicht nochmal in Richtung von Frau Müller gefragt. Die eine Frage fand ich ganz interessant. Es wurde gesagt, sind die Bestimmungen in der EU-Richtlinie eindeutig genug, um eine unmittelbare rechtliche Wirkung zu entfalten? Klammer auf, meine Hinzufügung, falls es kein nationales Gesetz gibt, Klammer zu. Das ist eine Frage, über die Juristen wahrscheinlich vortrefflich streiten können. Insofern möchte ich da kein finales Urteil abgeben. Sicherlich sind die Anforderungen der Richtlinie so konkret, dass daraus klar erkennbar ist, welche Anforderungen ein Hinweisgebersystem oder Prozess zu erfüllen hat. Und das ist für die Unternehmen, die ja auch die vorrangige Prämisse, gibt mir die Richtlinie genügend Futter, um zu wissen, was ich tun muss. Und dafür ist sie aus nicht juristischer Perspektive gesprochen meines Erachtens ausreichend. Ja. Das bringt Sie wahrscheinlich auch zu der Frage mit dem Ombudsmann, Herr Kressler. Genau. Also auch die Wahl einer Ombudsperson ist nach wie vor eine gängige Lösung. Die Ombudsperson hat natürlich auch die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass Sie die Frage auch noch mit aufgegriffen haben. Damit sind wir zeitlich für heute am Ende. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Referentinnen, Frau Müller, Frau Vollenweider und bei unserem Referenten Herrn Schier. Herzlichen Dank für die spannenden Beiträge. Herzlichen Dank an die Teilnehmer, dass Sie so interessiert dabei geblieben sind für die Fragen im Chat. Ich blende jetzt zum Abschluss noch eine kurze Umfrage ein mit der Bitte, ob Sie uns vielleicht Feedback geben wollen. Ansonsten ja, melden Sie sich gerne bei uns. Es kam auch die Frage ja auf, ne, gibt es die Möglichkeit, eventuell so ein Tool mal zu sehen, mal kennenzulernen? Das stellen wir Ihnen natürlich gerne vor, die technische Lösung, und nehmen uns die Zeit, kontaktieren Sie uns dazu. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, rund um das Gesamtthema, was passiert da so zur EU-Richtlinie, dann folgen Sie uns gerne auf LinkedIn beispielsweise oder folgen Sie auf dem Blog auf der Webseite bei uns, wo wir zu den aktuellen Themen immer wieder entsprechende Beiträge auch haben, regelmäßig, mehrmals im Monat. Genau, und auf die Art und Weise bleiben wir gerne in Kontakt. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.